Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Wir sind heute wieder in den Pilzen und ja, wir haben hier schon mal eine schöne kleine Marone gefunden. Die sieht gar nicht schlecht aus. Wir schneiden die mal durch. Ja, schönes Marönchen kommt erstmal so in den Pilzkopf. Und wir gehen dann gleich mal weiter und gucken, was wir heute noch so Schönes hier finden im Wald. Ja, ich glaube auch mal, dass die Pilzsaison bald vorbei ist, wenn sie es jetzt nicht sogar schon ist, weil viele Pilze sehen schon so aus. Total matschig, ja, grau von unten, nicht mehr schön und ging auch total leicht abzubrechen. Ich hatte nämlich eigentlich nicht vor abzubrechen. Die gehen total schnell ab, der Hut. Und dann gibt es auch viele, die sehen so aus. Ja, und der ein oder andere, den hat man hier noch, der sieht so schön klein aus, so wie der hier. Ja. Aber naja, gut, wenn man sich den anguckt, hier unten der Hut ist schon total schwarz. Also, wir stellen den mal wieder hin, dann kann er vielleicht noch ein bisschen aussporen. Ja, wir haben jetzt hier doch noch was gefunden. Hier haben wir eine schöne grause Glucke, auch fette Henne genannt. Und ja, wir gucken mal, wie die aussieht. Vielleicht ist sie ja vom Frost verschont worden. Wenn man hier oben sieht, das schon mal sehr gut aus. Ja, unten haben wir hier Schimmel dran, also ja, können wir die eigentlich auch hier im Wald lassen. Also die ist hier unten schon recht matschig, wenn man sich das anguckt, das müsste eigentlich fester sein. Also bleibt das hier auch im Wald, schade drum, weil ich finde, die schmecken immer sehr gut, diese grause Glucken. Ist nur ein bisschen schwer dann mit dem Saubermachen. Naja, wie gesagt, Pilzsaison ist zu Ende. Aber hier haben wir mal eine schöne Marone gefunden. Also vereinzelt findet man noch was Schönes hier. Schön fest. Die Frage ist, wie sieht sie von unten aus? Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. So welche wollen wir finden. Oh. Das war ein Sprungpilz. Ein sogenannter Sprungpilz. Hier hatten wir jetzt einen Pilz, der sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Von oben schön. Aber dann ist der Hund da dran vorbeigerannt und hat ihn abgerissen. Wie wir hier sehen, der Stiel ist schon schön weiß. Schön weiß geschimmelt und naja. Gut. Dazu brauche ich nichts mehr sagen. Der bleibt auch hier. Müll. Schon schlecht, der Pilz. Ja, die haben hier schon Frost bekommen, die Pilze. Das sieht man auch, weil die Hüte oben so ein bisschen grau sind. Hier. Und ja, so eine Pilze lassen wir auch stehen. Ja, jetzt haben wir noch mal eine schöne grause Glucke gefunden. Ein Glückchen, könnte man auch sagen. Gar nicht so groß. Ich habe auch noch ein Stück. Mal gucken, wie die aussieht hier von unten. So. Ja, die sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, wir schneiden das mal ein bisschen ab hier, großzügig. So, da sieht die auch schön fest aus. Scheint wohl keinen Frost abbekommen zu haben. So. Ja, die nehmen wir mit. Das lohnt sich zwar nicht für ein Essen, aber man kann die noch schön mit Ei überbraten, so schön mit Spiegelei, und das schmeckt eigentlich ganz gut. Ja, das nehmen wir nicht mit. Ja, hier, guckt euch das mal an. Ja, guckt euch das mal an, wie schön das hier aussieht mit der Sonne, die hier so in den Wald noch einfällt. Ist ja schon ein bisschen später. Ja, leider geht die Sonne ja immer früher unter. Ja, wir gucken mal hier, was wir noch so finden. Aber habt ihr dieses Jahr irgendwie schon mal Pfifferlinge oder sowas gefunden? Wir sind ja schon ein paar Mal im Wald gewesen, auch in unterschiedlichen. Aber ich habe dieses Jahr nicht einen Pfifferling gefunden. Gar nichts. Ich glaube auch, ja, ich habe schon fast die Vermutung, dass der Pfifferling ausgestorben ist. Nee, ist natürlich Quatsch. Irgendwo wird es schon noch welche geben. Aber ja, irgendwie nicht hier. Keine gefunden. Naja, ist nun mal so. Thank you.
Steinpilze, ne? Ja, leider nicht, aber Gott. Leider doch keine Steinpilze, nur Steine ohne Pilze. Ja, hier haben wir die Überreste von der großen Glucke, die wir abgeschnitten hatten. Ja, leider ist nichts nachgekommen. Hätte ja auch sein können, dass sie nochmal nachwächst. Leider nicht. So, hier habe ich jetzt gedacht, ich hätte was Schönes. Aber wenn man den hier sich anguckt und hier mal ja, sich die andere Seite anguckt, sieht man, der Schwamm ist total braun. Also, naja. Das sieht alles nicht mehr so gut aus. Und wenn man sich auch den Hut anguckt, der sieht schon recht dunkel aus.